Guten Morgen, liebe Hörer in Ost und West. Heute ist Donnerstag, der 13. August 1964. An diesem Tage begehen wir ein trauriges Jubiläum. Heute, vor 3 Jahren, wurde mitten in unserem Lande ein monströses, ein unmenschliches Bauwerk errichtet. Die Berliner Mauer. On the roof! Der Touristenrummel ist die beste Tarnung. Gegen 11 geht's los. Der sagt jetzt gleich das Codewort durch. Friede, Friede, Friede. Hört mal. Standes zu ernten. Und so bringe ich den erklärten Willen aller deutschen Menschen zum Ausdruck. Und der ist Friede, Friede, Friede. Ich bin Kriminalbeamter, Herr Wieland. Mit Ihren Agenten, da kenne ich mich nicht aus. Aber mit Bruno. Sie haben zu viel Herz, Bräsig. Sozialismus hat für mich was mit Herz zu tun. Später mal, Bräsig, später. Zunächst gilt es, die Herzlosigkeit herzlos auszurotten. Sie haben mich doch in der Hand, Herr Kommissar. Sicher, aber wir sind doch außerdem noch sowas wie alte Freunde. Sie haben da nur Angst, Kommissar, dass ich nicht wiederkomme. Das wäre schlecht für Sie und für Ihr Häuschen am Mögelsee. Der längste Tunnel zum Jahrestag der Friedensgrenze. Haha, da wird der Spitzbart sich freuen. Ich komme gerade von drüben. Etwa hier mit den 50 Leuten? Ich will Ihnen ein klares Geschäft vorschlagen. Ich liefere Ihnen einen heißen Tipp und Sie verschaffen mir, was ich für einen Neuanfang brauche. Ich will hierbleiben, im Westen. Du weißt, ich war schon immer dein Mann. Ich soll hier jemanden entführen. Was? Politische Entführung, deswegen bin ich hier. Und das ist es, was ihn für die Planer einer politischen Entführung interessant macht. Durch diese Mädchen hat er Kontakt und intime Einblicke in das Leben von bekannten Persönlichkeiten. Und da schließt sich der Kreis. Auf einer von ihren Kunden hat man es offenbar abgesehen. Bringen Sie den Mann. Hoppla, hoppla. Solange du nicht die Eier verlierst. Bei dir bestimmt, Schneewittchen. Hat er was gemerkt? Sieht so aus. Abend. Nett, dass Sie uns helfen wollen, Herr Knagenstein. Das ist doch selbstverständlich. Was ist denn du, hau ab! Also, was wollen Sie von mir? Dass Sie die Entführung zum Schein mitmachen. Mach ich nicht. Mache ich nicht. Wenn du jetzt knallst, fallen wir beide auf die Schnauze. Wenn du an dein Mädchen denkst, dann machst du das Ding. Halten Sie sich da raus. Er fährt gerade vor. Komm schnell rein, die sind gerade dran. Jetzt müssen wir warten, bis die Sau gefickt hat. Wo ist mal heiß? Ich habe jetzt keinen Sinn für solche Scherze. Schließlich geht's für mich hier um Leben und Tod. Hilfe! Fahr los! Gleich geht's los. Mensch, Bruno. Wo bleibst du denn? Aber es war doch ganz schön, oder?